Hallo und herzlich willkommen hier, zweite Folge hier. Der Marsch. So, mal gucken, wo Lenkung geht. Ja, erstmal Hühner versorgen mit Mais. Ja, und dann mal weitersehen, was noch da ist, ne? Jo. Schauen wir. Nö. Kein Widerstand. Muss ich nicht mal teilstellen. Ja, ansonsten nachher geht los mit Hackschnitzel abernten von den Eichen, weil auf dem Eichenwald. Die werden wir mal ganz kurz nachher ja, abernten. Das geht dann zum Papierproduktion, Papierfabrik. Ja, ansonsten fahren jetzt alle Fahrzeuge. Ja, 113 Tonnen schon heftig. Ist eine Ausnahme. Ton aus da. Ja. Richtig geordnet. Ne? Ja, im Grunde habe ich ja am 15. Donnerstag die Folgen aufgenommen, letzte. Wir heute Samstag halt den alten Rhythmus, ne? Also der schon vor dem Urlaub hatte, mehr oder weniger. Den werde ich jetzt wieder hinbekommen. Also Samstag das eine, morgen das andere, in der Woche wahrscheinlich Thüringen. Ist ja immer so, ne? Zum Glück habe ich Spätschicht, kann aufschlafen. Ah. Und das wird ein bisschen kühler, obwohl aktuell 1030 Grad sind. Ja, hier werden wir trotzdem irgendwie heute schauen mal, dass wir irgendwie mal den Tag, den bald schlafen gehen werden. Wahrscheinlich müssen wir natürlich scharf ein bisschen Futter bringen und ein bisschen Wasser. Mais werden die nicht haben wollen. Aber wahrscheinlich Heu. Ja, die Fahrzeuge sind in Reparatur gefahren worden. Also jetzt geht das zum Glück automatisch alleine. Ja, jetzt die Zeit verrinnt, ne? Also geht wie ein Zug schnell vorbei. Also, ist ja 25er da, ne? Ja, jetzt kann man so ein Video raus, wo spekuliert wurde wegen Wettersystem. Leute, lasst das nicht verrückt machen. Das kommt, wie es kommt. Wie es dann am Ende aussieht, wird man im Spiel näher sehen. Sobald die ersten, ich glaube, Gebs kommen oder läuft die aktuell oder kommt die erst, weiß ich gar nicht genau. Da wird es auch eine Emotion geben. Also von Giants bis ich fahre da nicht hin. Geht von der Entfernung nicht. Ich muss auch arbeiten. Nicht wegen Eintritt und so, das ist alles überschaubar, aber man muss auch die Zeit dafür haben. Ja, es wird so langsam sicher und dunkel, ne? Ja, Wolle ist leer, aber ich habe letztes Mal Schafe noch gekauft, also von daher müsste eigentlich, ja, müsste es eigentlich normalerweise jetzt nachher mehr werden. Ansonsten müssten wir noch ein Schaf Stall dazu anschaffen. Vielleicht muss man schauen, dass wir da bald, ja, den anschließen mit Wasser. Transporter. Ja, ich habe nun Weizen gebracht zur Mühle, das wird glaube ich ungünstig. Weil die Hühner brauchen ja auch Futter. Mal gucken, was die alles noch annehmen. Außer Mais. War das hier vorne? Ja, der Saboteur fährt auch wieder. Ach, da hinten ist wieder. Mal gucken, was da reingeht. Ja, ungefähr zur selben Zeit, wo der neue LS rauskommt, kommt ja auch die neue Grafikkarte raus. Die 50, 90 und 80. Werde ich aber nicht nehmen. Ist so gesehen nicht notwendig. Mal gucken mal rein. Also vom Preis her. Soll ja 2000 Euro kosten.
Das ist schon ein Hammer, ne? So, Schafstahl, wenn die da so weit sind. Der Schweinestall. So 100% Wasser. Wasser kann man garantiert von Eiweiß, Silage. Achso. Raufutter. Kraftfutter. Also Rau- und Saftfutter, mal gucken. Raufutter müsste Heu sein. Gut. Gucken wir bei Hühner rein. Eiweiß. Energiefutter, also auf jeden Fall was rein. Jetzt mal gucken, müsste da Energiefutter hochgehen. Eiweiß ist aber jetzt Luzerne Heu. Das ist jetzt halt lieber halt mal so. Ja, was geht da jetzt hoch? Grundfutter, ne? Grundfutter geht hoch. Eiweiß auch? Ne, Eiweiß nicht. Grundfutter geht hoch. Energiefutter nicht. Sagt, das wäre schön, wenn man es dabei stehen würde, ne? In Klammern, das wäre das und das. Aber Eiweiß wäre jetzt Luzerne. Energiefutter müsste eigentlich, Weizen oder. Ja, in sowas der Dreh sein, ne? Nehmen wir Mist mit? Ah, das geht nicht. Geht schon, aber hätte ich schon ganz gerne separat gleich Wasser einfahren, ne? So. Brrr. Ja. Brrr. Möchte mir die Schafe natürlich nicht verdursten, ne? War ja keine Art Wasseranschluss. Was ich persönlich nicht verstehe. Hühnerstall, da brauchst du kein Wasser. Aber na gut. Mal gucken, mal wie die Kurse hier aussehen, ne? Im Grunde wäre das ganz gut, wenn das so funktioniert. Hier ist ein bisschen Chaos, ne? Aber funktioniert. Das ist, wie es ist. Ich mach mal gelb, ne? Immer, dass die allgemeinen Fahrzeuge nicht durchfahren müssen, ne? Und gleich mal Verbindung anschaffen. Ja. So war es nicht geplant. Oh, so geht's auch. Wasserträger müsste hier vorne irgendwo sein. Jo. So. Normalerweise wird sich das angewöhnt, dass ich das anders schreibe. Für das Wasser. Das macht es dann leichter zu finden. Oder dann rein theoretisch. Ich sag mal, mit einem neuen LS, ne? Bei Abladen haben wir viel, aber ich mache viel da. Wasserhof, Kuhstall, Schweinfarm. Achso, ja, gut, das kann da rein, das ist doch ordentlich. Mhm. So, hoffen wir, dass der Punkt nicht zu weit weg ist, und nicht dicht dran ist. Aber ich kann ja trotzdem noch mal das verschieben, ne?
dass er halt weiß. Oder hier. Und dann. Jetzt hier ran zurück. Mit der Gefahr, dass die anderen sich da oben begegnen. In der Kreuzung. Aber das werden wir höchstens dann mal gucken, dass wir das ein bisschen verschieben, die Kurse. Ja, gestern Regen versprochen. Nichts zu kommen. Habe ich auch ein Video gesehen von Unwetter hier in Tirol. Wo eine Straße zum, ja, zum Fluss wurde, zum reißenden Fluss. Der müsste eigentlich jetzt hier vorne links abbiegen normalerweise. Er hat keine Schwierigkeiten, er ist klein genug, ne? Ja, gut. Das ist eigentlich perfekt. Vom Fahren her jedenfalls. Also er kommt gut rum. Ich will nämlich jetzt nachher gucken, dass ich da noch Heu reinfahre zum Schafstall, was ich vor da habe. Und ja, das funktioniert. So wie es soll, ne? Das Gelbe soll er eigentlich normalerweise nur fahren, wenn er da ran will, ne? Das wird gerade so. Funktioniert, also sieht wenig aus, aber müsste reichen normalerweise. Oh mein Heu. Ja, ich müsste hier aber auch noch ein Lager hinstellen für Heu, für Stroh und für, ja, für alles andere auch, ne? Ja, wieso habe ich pinke Reifen genommen? Weiß ich auch nicht mehr. Laune. Von Laune heraus. Das muss ein Angebot gewesen sein, da war es mir egal. Bin eher auch blau. Blau und zwar eher dunkelblau. Naja, Geschmackssache, ne? Aber ich würde in einer Wohnung keine blaue Decke machen, zum Beispiel. Also nicht überall. Bin eher so für, ja, da muss passt, ne? Wenn ich mir ein Auto kaufen würde, was ich jetzt die Farbe mir aussuchen könnte, würde ich blau nehmen. Aber dann Metallic. Aber oder Weinrot ist auch schön. So dunkelweinrot. So, die Plantagen haben alles. Mal gucken, ob sich das bald mal sich mit dem BGH sich das normalisiert. Habe ich denn alles da aktiviert an fermentierte Silageverarbeitung? Könnte auch sein, dass das nicht so ist. Ne? Und durchgucken. Bierproduktion. Ja, Hopfen, wenn man die einstellen. Ne? Das Ding ist Silage. Silage ist alle. Und hier Silage. Da geht nichts raus, okay. Ja. So, Fermentierer, Silage läuft. Fermentierer läuft auch. Da läuft die Silage auch. Da läuft die auch. Also ist aktiviert. Gülle ist alle. Und das. Ja, das ist da. Der macht nur Mineralfutter, das ist aber ich, ja, nicht viel. Da sind drinne Heu, Luzerneheu. Haben wir hier Mais drin? Ne, Gerste. Raps, Sojabohnen. Weizen haben wir keinen, ne? Kartoffeln. Doch, Weizen auch drin. Und eher nehmen für die Hühner. Dunkel! Ja,
Bring mal LKW zum Hof und nehme dann den Traktor mit vom anderen Stall. Dass wir jetzt bald beginnen werden. Nächsten Tag mit Hacknisse. Mit ein paar Fahrer einstellen. Dann geht das. Was war dazwischen? Ah. Vorne müssten Platz 2 sein. Ja. An vor oder an LKW. Ich habe hier keinen festen Platz. Müsste man eigentlich mal machen, ne? So, über zum Kuhstall. Da steht nämlich ein Bimbo-Springen, ne? Dauert zwar genauso lange wahrscheinlich. Saboteur? Der Saboteur ist unterwegs. Das geht nicht hier. Das ist ja ein Scheiß. Jetzt muss ich mir überlegen, ob ich das anders mache. Weil der lässt einfach nicht locker. Und das für 680 Liter Gülle. Weil spätestens dann steht der LKW im Wege. Ja, das muss reichen. Fährt's weiter. So, und hier machen wir mal starken Bauern. Anders wird das sowieso nichts. Mit euch hier. Genau da fährt er lang. Da muss ich mal gucken, nächstes Mal. Muss ich dann nächstes Mal anders fahren. Den kann ich übrigens hier rechts hinstellen. Weil der. Wir haben keine Gülle. Ja, und der fährt immer raus und ja. Achso, Anne ging zu. Ja. Gut schon, das soll schon heute gewesen sein. 2 Uhr morgen. Sag ich ciao und bis nächstes Mal. Bis morgen. Schönen Wochenstart. Tschüss.